Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Mit diesem Vers aus Jeremia 17, Vers 14 begrüße ich alle, die heute Morgen ganz live hier vor Ort sind, um Gottesdienst zu feiern. Begrüße ich aber auch alle, die über den Funk ins Krankenhaus verbunden sind. Und ich grüße auch alle, und ich hoffe, die fühlen sich genauso mit hineingenommen, die später über Internet diesen Gottesdienst verfolgen. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Ich möchte gern mit uns beten. Vater, du willst unser Heil, auch in diesen unruhigen Zeiten, wo viele sich Sorgen machen um ihre Gesundheit, wo immer noch Krisen und Despoten herrschen. Ich möchte mich bedanken, dass wir hier zusammenkommen können, in Freiheit, dass wir uns treffen können, um Gottesdienst zu feiern. Und so bitte ich dich um deinen Segen für uns in dieser Stunde, aber auch für alle anderen Menschen auf dieser Welt, die heute hier zusammenkommen, ja, um dir nachzuspüren, um von dir zu lernen, um ausgerüstet zu werden für die kommende Zeit. Amen. Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr, meine Seele.
In Jesaja 61, Vers 10 lesen wir, er hat mir die Kleider des Heils angezogen. Und auch in unserem Predigttext, den wir ja schon vorliegen haben, steht im Epheser 4, der Vers 24, zieht den neuen Menschen an. Und ich habe mich so gefragt, was sind denn wohl die Kleider des Heils? Was kann das sein? Also, wenn ich mich da in einem Krankenhausflügelhemd im Krankenhaus liegen sehe, ist das eine Bekleidung des Heils? Werde ich da gesund? Oder wenn ich eine Regenjacke anziehe, die mich vor Regen und Wind schützt? Oder wie es jetzt immer zu sehen ist, einen Mundschutz zu tragen, damit ich keine Covid-Infektion bekomme? Sind das Kleider des Heils? Wenn wir an unseren Alltag denken, können wir ja ganz viel und ganz schnell neue Kleider anziehen. Ich denke mal, vielen von Ihnen geht es so wie mir. Im Grunde hat man viel zu viel Bekleidung und das ist vielleicht manchmal ein viel größeres Problem, als hätte ich zu wenig Kleidung. Und auch ich habe mir heute Morgen natürlich überlegt, was ziehe ich an? Ich komme jetzt nicht im Schlafanzug oder Jogginghosen hierher. Aber sind das Kleider des Heils? Denn ich würde ja auch nicht zu einer Hochzeit zum Beispiel im Blaumann gehen oder in Jogginghosen zum Gottesdienst. Wir können es uns eben leisten, häufig und schnell andere Kleider anzulegen. Aber ändere ich mich dadurch? Nur dadurch, dass ich etwas anderes anhabe? Nur weil ich einen Anzug anziehe, werde ich ja nicht gleich zum Anwalt. Oder wenn ich einen Arztkittel anziehe, zu einem Arzt. Und dennoch nutzt Paulus dieses Bild, um der Gemeinde in Ephesus etwas darüber zu erklären. Aber dazu hören wir in der Predigt mehr. Wir haben schon gehört, der Predigttext für heute vorgeschlagen ist aus Epheser 4, die Verse 22 bis 32. Die Übersetzung ist die Einheitsübersetzung. Legt den alten Menschen des früheren Lebenswandels ab, der sich in den Begierden des Trugs zugrunde richtet, und lasst euch erneuern durch den Geist in eurem Denken. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Legt deshalb die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind als Glieder miteinander verbunden. Wenn ihr zürnt, sündigt nicht. Die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Der Dieb soll nicht mehr stehlen, vielmehr soll er sich abmühen und mit seinen Händen etwas verdienen, damit er den Notleidenden davon geben kann. Über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das den, der es braucht, auferbaut und denen, die es hören, Nutzen bringt. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, den ihr als Siegel empfangen habt für den Tag der Erlösung. Jede Art von Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung mit allem Bösen verbannt aus eurer Mitte. Seid gütig zueinander, seid barmherzig,
Vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Ein Text, der uns herausfordert, der uns Mut macht, aber auch das ein oder andere als Problem vielleicht vor Augen stellt. Wir hatten es als Familie eine Zeit lang gar nicht so dicke. Und da war es für meine Mutter ganz praktisch, dass wir drei Brüder waren. Da konnte man dann das ein oder andere Kleidungsstück auftragen. Das war zwar praktisch, aber für den zweiten und dritten nicht unbedingt immer schön. Und so hat sie dann auch hin und wieder darauf geachtet, dass die auch was Neues bekamen. Denn neue Kleidung, das hat ja was. Einen neuen äußeren Menschen anziehen, das macht ja was. Du hast das beschrieben mit den unterschiedlichen Facetten. Und wenn man was Neues angezogen hat und sich nochmal im Spiegel betrachtet und es sitzt alles, dann geht man auf die Straße und denkt, was denken jetzt die anderen? Finden sie es auch so gut? Und wenn es einem gefällt, dann geht man vielleicht sogar ein bisschen gerader. Wir ziehen uns um am Tag. Wer nach Hause kommt und die Bürokleidung ablegt und in die Joggingklamotten schlüpft, der verändert sogar die Haltung. Und auch die Worte, nicht? Bürokleidung klingt sehr viel offizieller und formeller als Joggingklamotten. Ne? Das ist nicht unwichtig, was wir anziehen. Und du sagst, auf der anderen Seite natürlich macht uns der Arztkittel nicht zum Arzt. Und doch macht Kleidung was mit uns. Und darum sind oft Menschen, die irgendeinen Neuanfang machen, auch ja, darauf aus, auch das Äußere neu zu gestalten. Neue Frisur, neue Kleidung, neuer Internetauftritt. Und wenn der Neuanfang tiefer geht, dann schließt das vieles mit ein, manchmal ja auch die Herausforderung, wirklich etwas zu verändern im Denken, im Wollen. Dann gehört Therapie dazu oder Beratung oder Coaching. Ja, und man fängt an sogar, sich auf Instagram oder YouTube oder was auch immer für sonstige Dinge ihr nutzt, einen neuen Kanal einzurichten. Und dort zeigt man nur die beste Wirklichkeit, die man sich denken kann. Manchmal ja durchaus auch bearbeitet und verliert sich selbst hinter dieser Maske. Auch Kleidung kann eine Maske sein. Wir müssen aufpassen, wie wir die einzelnen Begriffe auch emotional anpacken und füllen. Es ist ja groß in Mode, sich nach außen gut darzustellen und fordert für manche sehr viel Anstrengung, sehr viel Kraft, sehr viel Zeit. Und es ist gar nicht immer gut. Man merkt plötzlich, dass man dahinter einer Fassade sich selbst verliert. Hat eine Frau, die sehr erfolgreich war mit ihrem Selbstbildnis im Internet, Millionen Follower, also Folgende, Nachfolgende, Verfolgende hatte und damit eine Menge Geld verdient hat, irgendwann gesagt, ich war das nicht mehr. Ich hatte mir da eine Identität aufgebaut, bei der ich selbst verloren ging. Und sie hat das gekündigt, sozusagen ihr Einkommen gekündigt, ihre Identität aufgegeben, die sie sich aufgebaut hat und sagte, ich will wieder ich selbst sein. Diese Herausforderung, die stellt uns auch der Epheserbrief in der Frage, wer will ich denn sein? Als wen stelle ich mich da? Wo geht's hin? Gottes Angebot an uns? Gottes Angebot an uns ist deine neue Identität. Im Korintherbrief beschreibt Paulus es, das Alte ist vergangen, weg. Neues ist geworden. Eine neue Identität, etwas anziehen, was von Gott kommt. Und da wird dieses Bild des Anziehens benutzt und geht doch viel tiefer. Das sind nicht nur dekorative Veränderungen. Da gibt es eine große Menge an Dingen, die uns bis ins Innerste verändern und packen.
Im Westen von Kanada gibt es einen großen, bekannten Nationalpark bei der Stadt Banff. Ich war da mal und habe da in einem Aushang im Infozentrum gelesen, etwas zum Schmunzeln, Fragen, wahre Fragen, echte Fragen, die an die Park Ranger gestellt worden sind. Woher wissen Elche, dass sie bei den Wildwechselschildern über die Straße gehen müssen? Auf welchem Level entwickelt sich ein Rentier zum Elch? Das war's für die Jüngeren. Auf dem Weg hierher haben wir ein Tier gesehen. Können Sie uns sagen, was das war? Gibt es in Kanada Vögel? Wie kann man Kanada am besten an einem Tag kennenlernen? Oder müssen wir in British Columbia, das ist die Provinz, mit britischen Pfund bezahlen? Auch eine schöne. Wo könnte mein Mann richtig echt verloren gehen? Und noch einen letzten. Wo bringen Sie die Tiere in der Nacht hin? Ja, man muss manchmal wissen, dass man die richtigen Fragen stellt, ne? Und sich vorher informiert, was kommt auf einen zu. Es ist gar nicht so einfach, sich zu informieren. Deswegen kümmern wir uns darum, dass wir verstehen und kommen zusammen, um Gottes Wort zu hören und auszuforschen, miteinander darüber zu reden oder auch zu hören, was andere darüber geforscht haben. Ich bringe euch die Ergebnisse von mindestens 4, 5 anderen oder wahrscheinlich noch viel mehr, die darüber schon geforscht haben. Wer Christ wird, legt den alten Menschen ab und zieht den neuen Menschen Christus an. Was heißt das? Auf was lässt man sich darauf ein? Das Erste, was mir ganz wichtig ist, der neue Mensch ist Gottes Neuschöpfung. Das machen wir nicht. Das kommt nicht aus uns, aus unserer Arbeit, aus unserer Selbsttherapie, aus unserer Suche nach Erlösung und Vollkommenheit. Das können wir nur anziehen, uns schenken lassen, geben lassen, an uns machen lassen. Und dann steht da doch ein Satz, der hier in der Einheitsübersetzung ein bisschen anders schon übertragen ist. Vers 23, lasst euch erneuern durch den Geist in eurem Denken. Das ist eigentlich eine direkte Aufforderung, erneuert euren Geist und Sinn. Irgendwie bleibt da doch ein Auftrag. Ein deutscher Neutestamentler, Klaus Haker, hat das so formuliert. Glaube ist der Mut, Zukunft von der Freiheit Gottes herzudenken. Die Zukunft, also auch meine Zukunft, von der Freiheit Gottes herzudenken und ihn auf diese, seine souveräne Freiheit hin anzusprechen. Ja, an sie zu appellieren, das zu wollen, dass Gott uns füllt und stärkt und Mut macht und erneuert, dass das kommt. Weil er es versprochen hat. Deswegen können wir sagen, Gott, mach das. Wir sprechen ihn darauf an, wir appellieren an sein Versprechen. Aber wir haben auch die Chance, das zu unterstützen, uns darin, an diesem Prozess zu beteiligen. Erneuert euren Geist und Sinn. Die Wissenschaft sagt, das tun wir regelmäßig. Menschen können in jeder Lebensphase sogar ihr Gehirn stofflich verändern. Das müsst ihr euch von Medizinern erklären lassen oder anderen Wissenschaftlern. Aber das passiert mit dem, womit wir uns beschäftigen. Wir verändern uns, sogar unsere Biologie, durch das, mit dem wir uns beschäftigen. Erneuert euren Geist und Sinn. Was stopfen wir alles da rein, so in unseren Geist und Sinn? Ein großes Thema unserer Zeit ist Trump. Und wir Deutschen haben der Mehrheit doch das Gefühl, dass irgendwie komisch, dass Leute ihn noch wählen können. Das liegt daran, dass wir eine ganz andere Breite von Informationen wahrnehmen als viele Amerikaner.
in Amerika gibt es keine öffentlich-rechtlichen Medien. Das heißt, du entscheidest dich, was du gucken willst, welche Sender, welche Gruppe auf deinem Kanal im Fernsehen kommt. Und wenn du den hast, die Trump gut finden, dann hörst du nur das, was gut über ihn gesagt wird. Und dann sagt sogar der Präsident der Vereinigten Staaten, dass der Präsident der Vereinigten Staaten toll ist und alles richtig und gut macht. Und immerhin, das ist doch eine Autorität. Und da entsteht ein Weltbild, das gar nicht mehr hinterfragt wird. Und dann gibt es die anderen, die einen ganz anderen Sender oder Senderfamilie gucken, weil sie dafür bezahlt haben und kriegen andere Informationen. Ich meine, in Deutschland ist das ja auch nicht anders. Wir haben die Taz und die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wir haben die Bild und die Morgenpost. Wir haben RTL 2 und das zweite deutsche Fernsehen. Das sind doch auch unterschiedliche Informationen, die man da bekommt. Und jetzt ist die Frage, mit was füllen wir unseren Sinn, unsere Gedanken, unser Wissen? Und daraus entstehen Entscheidungen. Erneuert euren Geist und Sinn, füllt euch mit dem, was gut ist, was richtig ist, was zu Lebensentscheidungen führt, die Gott entsprechen. Beschäftigt euch mit dem, was wir von Gott wissen können. Fragt nach, studiert selber. Neu anfangen heißt, sich auf das einzulassen, sich zu informieren über das, was von Gott her kommt und zu sagen und zu verstehen ist. Den neuen Menschen ansehen heißt nicht, heilig zu leben, perfekt und keine Fehler mehr zu machen. Heilig im Grunde schon, weil wir heilig sind, weil Gott uns heiligt. Aber nicht in dem traditionellen Sinn der Heiligen. Neu anfangen heißt, sich darauf einlassen, ein Leben zu führen, das gefüllt ist mit Gedanken, die Gott geschenkt, ermöglicht hat. Das hat Folgen. Und die sind dann im zweiten Teil unseres Textes beschrieben. Dann passiert es plötzlich, dass die Wahrheit uns wichtig wird und nicht die Lüge. Und dass dieses Thema nicht nur für die Mächtigen gilt, von denen wir gerne die Wahrheit hören würden, sondern auch für uns. Dann passiert es, dass wir merken, Zorn überwältigt mich manchmal, aber ich will mich nicht überwältigen lassen. Ich kämpfe dagegen an. Ich lasse mich davon nicht treiben. Wir wissen, was daraus passiert, wenn Menschen sich ihrem Zorn hingeben. Das geht bis dahin, wo Extremisten, sei es links oder rechts, anderen den Tod wünschen. Aber wenn Zorn in Form geführt wird, dann kann es dahin führen, wie wir bei den jungen Leuten erleben, Fridays for Future, wo der Zorn über das, was besteht, dahin führt, dass man sagt, wir wollen es verändern. Ist das nicht eine gute Sache? Diebstahl hört auf. Und Menschen arbeiten, damit sie haben, um geben zu können. Nicht mit Geschwätz und Schimpfen und Klagen das Klima der Gruppe, der meiner Umgebung verpesten, sondern Gutes teilen, aufbauen, ermutigen, danken. Jetzt höre ich schon wieder die Hintergedanken bei einem, das klingt alles so herausfordernd. Anziehen. Nicht, ich drehe mich selbst um, sondern ich darf das anziehen, weil Gott mir das gibt. Weil wir uns auf seinen Geist, auf seine Kraft, auf seine Gedanken, auf seine Füllung verlassen und das in uns entsteht und wächst. Und wir sind Nachfolger. Und ich fand das schön, den Gedanken, den ich irgendwo mitbekommen habe in diesem Zusammenhang, das, was uns füllen soll, lass uns doch einfach mal das nachmachen, was Jesus uns vorgemacht hat. Er hat ja nicht gesagt, wir sollen irgendwie mit großer Forscherleistung den Himmel entdecken und mit militärischer Kraft erobern. Er hat gesagt, ich will euer Wegweiser sein. Ich bin der Weg. Jesus wurde Mensch. Vor einigen Jahren gab es mal so eine schöne Weihnachtskarte. Da stand drauf, mach's wie Gott, werde Mensch.
Manchmal ist das ganz gut, menschlich zu werden, zu seinem Menschsein zu stehen, mit all seinen Grenzen, mit seinen Möglichkeiten und sagen, ich will Mensch und Mitmensch sein. Ich will das tun, was ich von Gott her sehe und verstanden habe. Dann können wir sagen, Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Wir lieben es eher, anderen den Kopf zu waschen. Eine liebe Schwester, das war nicht hier in der Gemeinde, versuchte mal, mich aus der Küche hinaus zu komplimentieren, weil sie sagte, der Pastor, der muss nicht den Abwasch machen. Falsch. Muss er vielleicht nicht. Aber auch da dient jeder von uns. Jesus hat nicht nur Geschirr gewaschen, sondern auch die Füße seiner Jünger. Und als er merkte, die haben das alle noch nicht begriffen, da hat noch keiner genug gelernt, da sagt er, schlechter Lehrer, muss noch mal von vorne anfangen. Und das hat er dann gemacht und seinen Jüngern die Füße gewaschen und hinterher den Kopf zurechtgerückt und ihnen das erklärt. Jesus hat sich selbst hingegeben. Nachfolger können sich hingeben. Mit allen Fasern ihres Herzens und des Leibes dem Leben dienen. Und womöglich auch etwas von dem Leben verlieren für das Gute. Für die Wahrheit, für die Versöhnung. Jesus hat sich für unsere Versöhnung eingesetzt und vergeben. Dem dürfen wir nacharbeiten, nacheifern in der Kraft des Geistes. Und das, denke ich, das müssen wir uns immer wieder sagen, das können wir nicht aus uns heraus. Das ist kein verzweifelter Akt unserer eigenen Kräfte. Das können wir da, wo Gott in uns lebt. Neue Möglichkeiten des Lebens. Einen neuen Menschen anziehen, das wünsche ich uns. Das ist möglich, das bietet Gott an. Wer Christus kennengelernt hat, der kann, so wie das im letzten Vers unseres Textes steht, gütig zueinander sein, barmherzig, dem anderen vergeben, weil Gott ihm durch Christus vergeben hat. Das wäre doch mal eine Welt, in der wir zusammenleben, wo all das, was ich gerade beschrieben hatte, wirklich umgesetzt wird. Das lohnt sich doch. Da wollen wir doch gerne drin leben. Wir wissen, das ist nicht das Normale. Das fällt den Menschen, obwohl sie dem eigentlich alle zustimmen würden, dass das gut und richtig ist, das fällt ihnen schwer zu leben. Wir wollen so Nachfolge leben lernen. Jünger bleiben. Das Thema der nächsten 4 Wochen, das wir uns vorgenommen haben. Wie gelingt das, Jünger zu bleiben? In die Nachfolge zu wachsen. Das ist keine Frage des Alters, jung zu sein, sondern Nachfolger zu sein. Ihn haben wir angezogen. Und wir appellieren an ihn, diese Freiheit in unserem Leben aufleuchten zu lassen. Amen. Thank you.
Ich möchte mit uns beten und gemeinsam beten wir danach auch das Vaterunser. Und wenn es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Heile du mich, Gott, dann werde ich heil. Hilf du mir, dann wird mir geholfen. Gott, ich bitte dich für die Kranken. Ob 38 Jahre am Teich Bethesda, ein Tag auf der Intensivstation oder mit einem Pflaster auf der Seele, das nicht halten will. Was immer es braucht, gib du es und gib viel davon. Die Pandemie, Covid, beherrscht die Welt. Lass uns achtsam sein im Umgang miteinander und im Umgang mit der Welt. Gott, bitte stoppt die Kämpfe dieser Welt, die Unruheherde und die Unruhestifter. Ich bitte dich für Menschen in Kriegsgebieten, in den Flüchtlingslagern, überall auf der Welt, für alle auf der Flucht, Kinder, Mütter, alle. Still ihren Durst, gib ihnen Unterkunft und Bett, Hilfe und Perspektive. Ich bitte dich für den Frieden im Land, für alle, die hier leben und arbeiten und hoffen und beten wollen, mit deiner Sehnsucht im Herzen. Heile du mich, Gott, dann werde ich heil. Hilf du mir, dann wird mir geholfen. Da wohnt ein Sehen, Gott, dass du da bist und bleibst. Das hoffen wir durch die Zeit und heute und immer. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
aufstehen und unter Gottes Segen stellen. Und der Herr, unser Gott, der segne dich mit dem Mut, das Alte abzulegen und sein neues Leben anzuziehen. Er segne dich mit der Erfahrung, dass Gutes im Leben gelingt. Und er segne dich mit der Freiheit und Sehnsucht, auf ihn zu hören. Amen. Dieses Gottesdienstes verabschieden wir uns von Ihnen und wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag. Sie hören jetzt wieder Ihr gewohntes Radioprogramm. Liebe